Willkommen zurück, liebe Leute. Wir sind auf dem Weg zu König Varian Rin, weil wir da eine Quest annehmen wollen. Oh, mein Schnürsenk ist offen. Oh, dämlicher Wichser. Egal. Und da wir, oder er verdammt gerne irgendwelche Szenen kaputt macht, was soll's, gehe ich jetzt einfach mal alleine episch da hoch. Ich bin hier, glaube ich, ja doch, ich bin schon mal im Schloss gewesen, aber oh, ich bin nicht immer nur oft durchgestürzt. Mehr Marlon ist auch noch dabei. Sorry, das habe ich jetzt ganz vergessen zu sagen. Excuse me. Kein Problem, dafür störe ich jetzt deine Szene. Boah, Marlon, nein, Rover. Professor Rover, entschuldige bitte. Was willst du mal sagen, warum kommst du da eigentlich als hinterhergedackelt? Ich bin zwar kein Fan von Varian, aber ach, der steht ja schon wieder so komisch. Immer. Der steht da nur so, weil er mal ganz dringend auf Toilette muss. Die Horde ist vorbeigekommen, ich mach mir ein Hemd. So, mein Sohn, der Prinz. Nein, nicht wirklich, oder? Toll, jetzt geht's ja schon los. Ja, da hat ein anderer die Quest gemacht. Na, toll, ey. Verteidigt den König mit eurem Schnell Leben. Schnell weg, bevor die Szene beginnt. Wir wollen das nicht sehen. Kann du ihn vorstellen? Genau, seid ihr ein Paladin? Zeigen. Nein, ich bin ein Magier. Siehst du doch, deswegen trage ich Platte. Hochlord Vordergang war eben als ein Paladin. Er hat mich viel gelehrt. Ich vermisse ihn immer noch. Aber das ist das... Hochlord Vordragon, Entschuldigung. Ja, mein Sohn. Aus Sonder der des Knechts. So. Ich finde, er ist ein bisschen groß für 13 Jahre alt. Naja. Die Flotte zusammenrufen und untersuchen ist wie nicht. Boah, Alter, verpisst euch doch mal, wie ätzend ist das? So, das habe ich jetzt angenommen. Jetzt haben wir da draußen. Ist ja auch ein Zimmer. Wieso habe ich. Ach Gott, oh, wie süß, Anduin kommt mit mir, ist das niedlich. Du musst mal aufmounten, das ist viel geiler. Oh, ist das süß. Rausgehen. Komm, Anduin. Oh, wie cool. Warte mal, das sieht man nicht alle Tage. Das muss jetzt mal ausgenutzt werden. Hau bloß ab mit dem Typen da. Das ist ja cool. Yeah, Autogramm. Lancelot und Anduin. Geil. Das ist ja cool. Also Anduin mag ich im Gegensatz zu seinem Vater unglaublich gern. Unglaublich. Der ist so cool, ey. Oh mein Gott. Ich freue mich gerade voll in Ast. Juhu, Anduin. Sehr viel weiser als sein Vater und das mit seinen jungen 13 Jahren. Mit seinen Jugendlichen, meine ich. Bleib stehen. Niemals. Die beiden können sich natürlich nur wieder einen abkeksen, wie immer, aber was soll's. Das einzig Dumme an ihm ist, er hat einen echt beschissen schwulen Stab. Das hey, ist der ist episch. Das ist keine Pyramide. Ja, und das ist keine korrekte Questabgabe, was du hier machst. Okay, toll. Das war jetzt alles? Ja, das hat damit nichts zu tun, das ist für Uldum. Ja, ja, aber er gibt mir ja nichts, was ich jetzt noch machen könnte. Das ist keine Pyramide. Wir sind so, das nicht war's. Mal auf dem Hafen? Nein, nein, sie hat gerade bei Harrison Jones angesprochen, aber wenn du so hoch bist, kriegst du dafür keinen Quest mehr. Mhm. Blöd. Gut, dann machen wir hier weiter. Oder so umzwielicht. Hm, ja, meine Untersuchung des Schattenhammers, natürlich. Eurer Mitarbeit wird von unschätzbarem Wert sein. Ach du lieber Gott, egal. Fühlt im Hafen von Sturmwind 6 Dockarbeitern von Sturmwind auf den Zahn. Okay. Und ich hab vergessen, in der Burg mit dem Typen zu sprechen. Los, komm mit Anduin, wir machen das. Geil. Ich will den immer als Begleiter. Krasse Kacke. Warum haben die. Wieso hat der Sack eigentlich so einen geilen Mantel an und wir müssen in so hässlichen Sachen rumlaufen? Das ist so scheiße. Anduin ist jetzt immer dabei, wenn du in Sturmwind bist. Ja, natürlich. Ja, du kannst ihn jederzeit mitnehmen, brauchst ihn nur anquatschen. Echt? Ja. Oh, wie cool! Oh, wie cool, er hat's gerade Pferd! Ist ja krass. Dann nehme ich den Rabenlord, wenn wir hier zu Fuß sind. Oh, ist das cool. Der hat auch einen Flugmount. Was ist denn mit dem? Alter! Was hast denn du für ein Minigaul? Der hat keinen Flugmount, der ist gerade aufs Pferd gestiegen. Ja, dann steig doch mal auf den Flugmount, du Held. Hab ich doch, der ist aufs Pferd gestiegen. Nochmal. Kapischi. Hui, hui, hui. Pferd. Mein Anduin ist weg. Jetzt. Aber jetzt erst beim Fliegen. Gott, wie beknackt, Alter. Ist ja witzig. Mal weg mit deinem hässlichen Drachen da. Also ganz ehrlich, diese Drachen finde ich wirklich... Diese Frostwürm, die finde ich nicht wirklich hübsch. Also viel Arbeit für... Auf was hast du Need?
Glücksbirnen. Epische Hände. Ach, Glücksbinder, ich Glücksbirne, oh mein Gott. Glühbirne. Ja, wieder mal super. Möchtest du gerne eine Glücksbinde sein? Ja. Mein Anduin kommt ja echt nicht. Wie, er kommt echt nicht? Welche möchte ich sein, so? Ich möchte auch mal so schnell ummaunten, Sack. Oh, Anduin, das ist so cool mit Anduin. Mit Anduin. Ah, ich muss mal Anduin nochmal holen. Platte, Trefferwertung. Ha, 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 ha. Leder, Kette. Ah, Schlecken. Schickt man euch öfter, um Diebe und anderes zu sammeln? Die Arbeit eines Helden endet wohl nie. Etwas Seltsames geht im Sturmwind. Das ist wohl wahr. Vor allem nicht, wenn Blizzard noch mehr Patches hat. Dam, 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 dam. Anduin, Anduin, ich freu mich die Klappe ab. Geul. Fehlende Teile. Ah. Ja, mein Anduin ist leider ein faules Schwein. Dass der überhaupt mitkommt als Prinz, finde ich ja schon sehr nobel, ey. Ich meine, ja, aber wenn die Helden von Sturmwind sind, sollen wir ihn begleiten und ihm mal ein bisschen die Stadt zeigen. Ach so, der kommt ja auch nie raus. Kommt er auch nicht. Ich habe noch nie den Palast von außen gesehen. Verhören, so, jetzt kriegst du auf die Fresse hier. Ich weiß nichts, warum frag ich mich? Keine nützliche Information hier. Mann, bist du leichtgläubig. Aber cool, gefällt mir mal, eine Quest innerhalb der Stadt zu haben. Ist doch krass. Ja. Ist mal ein bisschen was anderes. Ich fand das Ende cool, aber ich will nicht spoilern. Ja, ich weiß ja, was passiert, aber ja, bitte nicht. Azeroth geht unter. Ja, das ist es ja sowieso schon. So sieht's aus. Auf den Zahn gefühlt. Kennt ihr die? Ey, warum fragt ihr mich? Keine Ahnung. Okay, der weiß nichts. Hä? Okay. Ihr könnt wahrscheinlich mit Leuten umgehen, Lancelot. Sie fürchten und respektieren euch. Alter, sieh aus wie Garrosch. Wobei, da ist es nur fürchten und nicht respektieren. Der brüllt auch nur. Wobei, beim Verhören macht das wahrscheinlich richtig. Spuck's aus oder ich schlag dir den verdammten Schädel ein! Ja. Alter, das ist ein sehr effektives Verhör, wenn du mich fragst. Aber mich fragt ja keiner. Puh. So. Unser ganzer Sprengstoff ist weg, Lancelot. Hier geht eindeutig was Unheilvolles vor. Das ist schlecht. Danke, Marlon, übrigens. Hey, du Dockarbeiter, friss mein Pferd. Boah. Hm. Ich habe mir den Schädel eingeschlagen lassen mit meinem. Ja, yep, ist klar. Eingeschlagen lassen. Hm. Ich habe keine Peilung. So, die üblichen Verdächtigen. Die üblichen, ey. Ich habe gedacht, es wäre immer der Gärtner. Hm. Begleitet Anduin Rin in den dritten Stock des SI-7. Hauptquartier in der Altstadt von Sturmwind. Wenn er nicht mehr an eurer Seite ist, findet ihr ihn in Burg Sturmwind. Oh so. Vor allem, man muss ihn begleiten, aber findet allein wieder zurück. Egal. Na, alleine zurück, obwohl wir da noch nie draußen waren, naja. Ja, man soll ihn ja beschützen, das ist das Ding. Hm. Ach du lieber Gott, also ich glaube, da fliege ich jetzt lieber hin. Komm. Auf das Vieh. Hey, juhu, cool, komm, Dockarbeiter, wo seid ihr? Das ist ja richtig cool. Ich glaube, jetzt werde ich mich wirklich nur noch Sturm mit aufhalten. Ich liebe Anduin. Ich glaube, nach Thrall ist das wirklich mein Lieblingsdings. Da, okay, voll gut, Bane ist aber auch geil. Bane und er hier. Wir sind sowieso Kumpels. Anduin ist cooler. Er hat auch einen Ruhestein. Anduin? Ja. Na, wenn er schnell sein soll. Steht im Buch. Hier ist den es benutzt er auch. Samuels aufzeichnen sollen, die im dritten Stock befinden, die Wendeltreppe hinauf. Ja, glaubst du, ich wollte jetzt hochfliegen? Das, da kommt ja keiner auf diese Idee. Ne? Boah, Alter, ich hasse diese Treppe. Mir wird immer schwindelig hier drauf. Uah. Na also, niemand hier wird
Niemand hier wird hinterfragen, wenn der Prinz einen Blick auf einige Dokumente werfen möchte. Oder vielleicht dem doch. Haben sie keine Stimme gegeben. Also keine beim Reden. Das stimmt alles nicht. Hierunter befindet sich nichts unter den Schattenhammer. Worauf spielt Samuel an? Samuelsen oder was ist das eigentlich für ein Name? Ich finde Samuel ich finde Jackson. Samuel besser. Ich wollte es nicht sagen, aber ja, das habe ich auch gedacht. Aha. Prinz von Sturmwind. Alleine mein Sohn, der Prinz. Gute Schlussfolgerung, wenn du der König bist. Seine Genialität ist zu genial. Ne? Aber hallo, ja, das ist halt König Varian. Wie er leibt und lebt. König Blitzbirne. Oje, oje, oje. Alleine Knuffi Baby, oh mein Gott. Oh, vielleicht guckt sie deine Videos noch. Knuffi Baby, das kann auch wirklich nur ein Vibe sein. Also das ist die Ehre der Männer. Wow. Ich fände es immer noch toll, wenn unsere Gilde Schokolade heißt. Oh nein. Okay, außer Ausnahme sind mal wieder Schmuchteln, egal. Oh Mann. So, Anduin zum Schokolade. Ach so, ups. Falsche Richtung. Jetzt kriegt sie nur Daumen hoch. Für was? Für Schokolade? Für Schokolade. Wieso ich? Schokolade, er will sie ja so nennen. Ich finde das total bescheuert. Das Ding ist, Schokolade ist ja ganz lustig, aber doch nicht für unsere Dings. Oh Gott, die beiden gehen mir so auf den Keks, ey. Die labern sich so ein Ohr ab. Richtig episch schwierige Quests hier. Führt ihn mal dahin, führt ihn mal dahin, führt ihn mal dahin. Unheilige Kuh. Eine Weltkuh, oh mein Gott. Was sollen wir denn machen? Tat und Deck, Prinz Anduin beschützt. Oh, klasse. Beschützen heißt ja nichts Gutes. Naja, ich denke, es sind keine Probleme. Mich hätten sie eben fast umgehauen. Als hätte ich mit überhaupt irgendwelchen Mobs-Probleme, außer ich pulle sie wirklich bis zur Bewusstlosigkeit. Mit diesen komischen... Alter, was zum Geier ist los? Anduin, auf in den Kampf. Alter, die führen hier voll Rituale durch. Was ist das hier für ein Ort? Hier gibt dieser Geruch. An diesem Altar wurden einige Rituale durchgeführt. Das sieht aus wie das heidnische... Ja, danke, geht's ja nicht noch schneller. Alter, was glaubst du denn? Ich habe die Hälfte des Texts gelesen. Der redet doch. Wie soll der denn... Der redet nicht. Der blubbert. Der kann ja nur blubbern. So schnell kann kein Mensch reden. Ja, was eine Pissnick. Achtung, ich sehe noch einen. Ja und? Roll doch rum, ey. Wichtigst du machst am ganzen Tag und ich mach das so wie ich mal. Anduin, du würdest sagen, hier mach mal, du bist ein Heiler verflucht. Du kannst ruhig mal was machen. Geht doch. Ich kann diesen Schild nicht länger halten. Ich könnte mir einen Kratzer holen. Wie viel Lebenspunkt hat der überhaupt? Oh, 100. Oh mein Gott, was? Ja, nur 100 Lebenspunkt. Okay, Anduin, du bist echt mal ein Gackhuhn. Ey, er ist 13, Mann. Ja, da unten. Er hat nicht mal Hero Equipment, er ist total. Ich glaube, selbst wenn man auf Level 1 startet, hat man mehr, oder? 69. Ui, okay, Entschuldigung, Level 2. Übertrieben gesagt. Ich werde zurück in den Thronsaal gehen und die Augen im Seniorwitz werfen, während. Ach, stimmt, jetzt weiß ich auch wieder, was das war. Ja, der gute Samuel, der ist ja nicht ganz so... Ja, das ist... Es macht halt keinen Sinn, was er als hier bringt. Und er sagt, ja, ich werde ein Auge auf Samuelsen werfen. Ich finde diesen Namen so doof. Bringt die verdächtigen Abzeichen zu Matthias Shaw im SI7 Hauptquartier im Sturmwind. Oder SI7, was weiß ich. Ist das überhaupt ein I? Ja, ne? Ich wollte sagen, nicht, dass da eine S17 oder so steht, was weiß ich. Boah, LTF ist kein Mann. Oh, das habe ich ja eben auch schon gesagt. was? Wo? Ich muss hier gerade mal einen Schnitt machen, sonst wird das Ganze ein bisschen zu lang. Wir sehen uns dann beim nächsten Run. See ya! Bye! Hiya. Ciao.